So? I can't fix this thing. Are these your new photos? Yeah, I just took them today. Let me see. Wait, I've seen this before. No way. When did you take this? You took this photo, you brat? In the bathroom today. You set off the alarm. That's why Nathan raged after you. It totally makes sense. You hella saved my life. Now tell me the truth, Max. Anlügen oder nicht? Wir waren ja da. Schwierig. Ich würde es jetzt schon sagen. Ja, probier's mal, dass du es ihr sagst, und wenn nicht, dann spul mal wieder zurück. I was there, hiding in the corner. Damn, you are a ninja. A ninja would have cut Nathan's head off. I just took a butterfly photo. That is so badass. Oh yeah, I almost wet myself when I saw the gun. So, did you recognize me? Wie? Ja. Not at all. Your hair and clothes are so different. I hope so. Au. I'm sure this is all so weird to you after coming back. Like you said, it's been that kind of day. So you must have overheard our conversation. Ein wenig. Ein bisschen. Ein wenig. Just a bit. There is no way you didn't hear every single vowel. Okay, I only heard something about money, drugs, but that's it. Now for the big question. Did you tell anybody? Haben wir es irgendjemandem gesagt? Oh, du fragst mich Sachen. Ich kann mich nicht daran erinnern. Frag mal wem denn? Like who? Like anybody. Stop stalling, sister. The principal. But he didn't. Ah ja, stimmt, natürlich. The principal? Are you still 12? That drunk jackass only cares about cash for Blackwell Academy. Don't trust him. I didn't mention you at all. Swear. Thank God. Das haben wir doch, haben gar nichts gesagt. Indirekt. Na, wir haben doch das dann wieder zurückgespult und dann so gemacht, dass wir nichts wissen. Und dann haben wir wieder zurückgespult. Na, wir haben das einmal zurückgespult, zuerst haben wir es ihm nämlich gesagt, da waren wir so enttäuscht, dass jetzt das für uns eigentlich so, dass das uns so ein schlechter Licht. Dass es uns so ein schlechter Licht. Dass das uns so ein schlechter Licht rückt. Und dann haben wir es nochmal, wie gesagt, zurückgespult und nochmal so gemacht, dass wir am Principal nichts sagen. This was okay. My real father's camera. I want you to have it. That's so cool, you remembered my birthday. Deswegen war das jetzt eigentlich falsch, was du gemacht hast. Of course you can. Leon, du hast versagt. Du hast versagt. Du hast es nochmal zurückspielen, Max. This is a symbol of our reunion. Cool? Yes, of course it's cool. Thank you. This camera is so sweet. Now that we got that mushy shit out of the way, I feel like stage diving. Let's thrash this place. You're crazy. Yep, I'm fucking insane in the brain. Let's dance. Shake that bony white ass. Or take my picture with your new camera. Weißt du, was mir gerade aufgefallen ist? Was denn? Auf unserem T-Shirt steht alleine. This day couldn't get alone, ja. Nee, nur alone. Ja, das ist das. Das A ist halt abgeschnitten von der Jacke. Ist ja voll strange. Okay, was machen wir? Machen wir mal ein Foto. This song fucking rules. Can't dance, hippie? Come on. Rock out, girl. Yes, break it down, Max. Erstmal mit den dreckigen Stiefel auf dem Bett rumkrampeln. Dude, the music's not even on! Asshole. I'm coming up. We need to talk. Oh, no fucking way. You need to hide now. My stepdad will kill me if he finds you here. Chloe, what's going on? Open this door, please. Chill, I'm changing. Is that okay? Max, find a place to hide now. In dem Schrank, dieser Klassiker. Chloe, you're stalling. I'm changing. Give me a minute. Was ist eigentlich mit der los, Mann? One second. My bro. Ich hätte vielleicht auch nichts dagegen gehabt, wenn du jetzt das vorher nochmal zurückgespult hättest. Give me a minute. Mit dem. Noch weiter? Ja, jetzt ist glaube ich schon zu spät.
Chloe. I'm coming. Ne, das war mit ja, aber die, direkt das konnten wir. Ach so. Das hätte es locker zurückspulen können. Ich glaube nicht. Natürlich. Verdammt. This lamp is wonky. It might fall if I touch it. I'm not screwing around, soldier. Chloe, open this door. Das finde ich nicht lustig, Soldat. Wir sind hier im Krieg. Im Krieg mit der Pubertät. Shit. What's going on in here? Jesus, I'm just trying on clothes. You're so friggin' paranoid. Yeah, combat will do that to you. One of my guns is missing. Did you take it? Oh God, I didn't take your stupid gun. You do know I believe in gun control? Wait, is that grass? You been toking up again in here? Oh yeah, guns, weed. You were tripping balls. I'm sick of your disrespect. Tell me the truth. That's an order. Whose is it? Boah. Das ist jetzt wieder so schwierige bzw. wichtige Entscheidung. Ja. Vorhin hat sie gesagt, er bringt die Chloe um, wenn wir reinkommen und was machen. Und ich weiß nicht, wo das hinführen soll, wenn wir da jetzt... Machen wir es mal so, wir bleiben versteckt. Oder greifen wir doch ein, das ist schwierig. Also ich hätte jetzt eher das so gemacht, dass wir zuerst jetzt mal eingreifen. Wenn wir dann sehen, dass das nicht funktioniert, dann können wir das andere ja noch machen. Okay, das ist ein guter Plan. Aber ich mag das nicht, dass die Chloe jetzt halt da vor die Hunde geht. I'm sorry, that was my joint. Well, I don't like strangers in my home, especially dopers. So you're bringing drugs into my home. How about if I call the police? That'd screw up your spotless Blackwell record. Okay, ich pull wieder zurück. Also ganz ehrlich. I'm sick of you losers dragging Chloe down. Missy, you sure do like to pop up and start trouble. Like this afternoon. You don't have anything smart to say now, do you? Get the hell away from her, man. Stop harassing my friends. You don't have any friends. Like you know. You're not even a real cop. You're a fucking security guard. Oh. I was a soldier, Chloe. And Max, if I see you here again, you'll learn all about real trouble. Because you're such a badass, Max, let me show you my new toy. Jetzt zieht's ein Dildo vor. Die Knarre ist ja klar. I'm Price. Chloe Price. Bang. Jesus, put that thing down. Chillax, sister. It's not even loaded. Yet. I thought you believed in gun control. Yes, I believe I should control the gun. It's the men who need to be checked. You trust Nathan or David? Thanks for taking the heat. We totally smacked his punk ass down, Max. He's no match for you and me now. That was an epic win. Anyway, let's sneak out the window. There is one cool place we can hang in this hickhole. Aber es war die bessere Entscheidung. Man, that did not go well for me. If I want to keep my Blackwell scholarship, I shouldn't lie for anybody, even Chloe. I have to think about my own future. Das hat sie mal erstmal clever gesagt. Aber wie dumm kann man denn sein? Du gehst doch da raus. Das Gras ist nicht von ihr, das ist von mir. Da denkst du, da krieg ich so eine Krawatte. Ja, das ist krebserregend. Wollen wir zurückspulen und mal die andere Situation? Ich weiß ja nicht, ob das nicht wichtiger ist, dass wir da eine enge Bindung zu Chloe haben. Weißt du, das ist halt schon so eine Aktion jetzt gewesen, da haben wir mir bei der Chloe-Show eher mehr ein Gut als... Ja, okay, dann lassen wir es nicht. Aber es wäre halt interessant, was jetzt da passiert wäre, wenn wir es jetzt nicht gemacht hätten. Ja, wollen wir zurückspulen und uns anschauen? Ja, dann spulen jetzt einmal zurück. Komm, die Zeit, die nehmen wir uns. Epileptischer Anfall. Warte mal. Na, das doch, war doch richtig. Achso, oh. Shit. Aber schau mal, du konntest jetzt nochmal wieder weiter zurückspulen. What's going on in here? Why is she here? Ach, wir haben uns jetzt nicht versteckt. Nein, die. Warte mal kurz. Stop freaking. She's not a stranger. This is my friend. Great. Another one of your friends. Oh, jetzt ist es interessant. Jetzt ist es echt. Did you take it? Oh God, I didn't take your stupid gun. You do know I believe in gun control. Wait,
Aber das ist wieder dasselbe, das spielen wir jetzt vor. Pot. It's from Max. Oh, Alter. Is this true? Na, so machen wir das nieder. Oh, wuff. Na, das, was ist denn das jetzt für ein Dreck? Jetzt lass uns verstecken und dann gehen wir's. Warte, jetzt beschuldigen wir mal die Chloe, okay? Ja, weil die Schuld auf dich nehmen, das wird dasselbe sein wie von... Aber wir spulen ja nochmal ganz zurück und verstecken uns und greifen dann nicht ein. Ich hätte jetzt einfach gleich gesagt, wir spulen einfach so weit zurück, dass wir jetzt da schon versteckt sind und dann halt einfach die Entscheidung anders da machen. Oh, of course not. I'm sure Chloe gets all the best shit, right? I'm sure she gave you good friend rates. Why don't you get off my crack? Stop taking your war rage out on high school girls. You haven't seen rage, you little... Fuck you, pig. What? I... Listen. You asked for that. You know exactly what you're doing. I can already tell from today that you're trouble, Max. I hope this doesn't affect your status at Blackwell. Don't ever come back here. Listen, dipshit, if you ever lay a hand on me again, I'll have your ass in jail. Then you can guard yourself all night. You're the ones who'll end up in jail. Oh, you only think you're tough and clever. This too shall pass. And clean this pigsty up. I'm sorry, Chloe. I didn't know what to do. Whatever. Everybody bails on me. Even my best friend, Max. Don't you? So done with everybody in this town. I wish I hadn't even seen you. As if you care. Color me out of here. Die Reaktion wäre dann halt ziemlich ähnlich. Ja, nee, machen wir so, wie es beim ersten Mal gemacht hätte. Das fand ich halt ganz okay. David was such a mean bastard to Chloe. What if I had stepped up to help? Ja, spul jetzt wieder zurück. Genau. Das ist halt so geil eigentlich. Du hast halt wirklich die Situation, dass du entweder halt alles in die eine oder die andere Richtung lenkst. Das finde ich so geil. So, jetzt? Ja, genau, jetzt. Okay, wir müssen die Lampe rüberschieben. Chloe, you're stalling. I'm changing. Give me a minute. Don't get smart. Just let me in. Now. Also greif mal ein, oder? One second. My bra is stuck. I'm not... Okay, hier. Eingreifen, ja. Max, he's no. Okay. Ja, das andere, das mit dem Schlagen und mit dem, ich will dich nie wiedersehen, ja, ist schon ein bisschen. Auf den Teppich, das war ja. Puh. Too much. Schauen wir uns das. Too much, ja. Schauen wir uns die gute Nummer an. Hard to believe Chloe was my BFF just 5 years ago. You're giving me a look I haven't seen for a while. What's the problem? Wofür die Waffe stehlen oder zurücklegen? Ja, wofür die Waffe stehlen? Ordentlich Xen. Why steal a gun from your stepdad? You know you're gonna get busted. Or somebody like Nathan will bust me with a cap. Screw that. I need to cover my own back. Your stepdad won't let you off the hook that easy. What the hell does he need another gun for? To mow down Bigfoot cheerleaders? This is all just so scary. I know, Max, but I do feel safer having a 9mm in my pants. Also die Chloe, die ist schon irgendwie seltsam. Ich finde, die ist komplett auf den falschen Weg gekommen. Ja. Ich finde das nicht gut. Well, I don't. Guns make me nervous. You should be playing guitar, not playing with a gun. When assholes stop threatening me with guns, then I'll stop playing with mine. Your gun can't stop a bullet in your back. Max, I'm not looking for trouble. I just want protection. If anybody in this country should have guns, it should be women. Das ist auch so eine Aussage, die führt auch zu gar nichts. Okay. Chloes Zimmer verlassen. Haben wir hier noch irgendwas? Wobei halt der Charakter von der Chloe eigentlich schon ganz interessant ist, weil das ist so ein richtiger aufmüpfiger Teenager, der sich halt nichts sagen lässt und dann ja halt komische Sachen macht. So, ich weiß nicht, ich finde, dass das da ziemlich passt. Ja, dann verlassen wir trotzdem, glaube ich, Zimmer, oder? Ja, klar. Runterfallen, Genick brechen, Spiel ist aus.
possum sauce? Totally reminds me of when we were kids. Come on, Slowpoke! Hold on. I haven't been here in forever. So why do I feel like I was just here? Whoa. This is the exact same path I was on during my nightmare today. Anscheinend führt er immer eins zum anderen. Das ist irgendwie... Jetzt gucken wir uns erstmal ein bisschen um. Hier können wir nicht mehr zurückgehen, oder? Ein Vogel. Oh, this will be a great nature shot. Stay still. Oh, ups. War nicht extra. I'm sorry. I got you. Tagebuch Swag. Kennst du das, wenn der Vogel nicht auf den Stein drauf ist, sondern auf so einer unsichtbaren Luftschicht zwischen den Steinen? Ja. Der fliegt auch ein bisschen, ist wie ein Helikopter. Okay, wir haben hier ungefähr die Hälfte. Ach, keine Ahnung, was wir haben schon wieder alles übersehen. Toll. Ja, mehr als uns jeden Raum, so gut wie es geht, anschauen können wir dann, oder? People can be such pigs. They haven't updated this sign since the 1980s. Hello, Oregon Nature Lovers. Flora und Fauna von Arcadia Bay und du. Hallo Naturliebhaber Oregons. Hier hinten geht's nicht weiter. Warte mal, wo laufen wir gleich mal? Ah, hier. Das ist so ein leichtes Traben. Das erinnert mich an Pulp Fiction wieder. John Travolta mit der anderen danced. Der Wong hat geschrieben. Kick. Ich schulde dir was, danke für heute, ruf dich später an, K. Dieses K, ich finde K so gut. Okay. Erde an Max, dein Ritter in strahlender Rüstung hier, ich weiß, du sorgst dich um mich. Du musst mir noch dein großes Geheimnis erzählen, Kick. Was heißt Kick? Ist das nicht das gleiche wie... Ach, das ist das gleiche wie LOL. Ja, genau. Das ist bei World of Warcraft in der, genau. In der Sprache ist LOL bei der Allianz und Keck bei der Horde. Ja, das habe ich sogar gewusst. Das habe ich schon mal, ich habe es schon mal durchgelesen gehabt, was das Wort bedeutet. Weil man dachte, ja, das muss der Lerner dann so oder so wissen. Du mit deiner Vergangenheit. World of Warcraft, was spielst du? Okay, die Victoria hat uns geschrieben. By the way, danke, aber wir sind keine Freunde. Okay. Okay. Birds are so lucky, they can always escape. Wenn ich jetzt Superheldenkraft haben würde, sollten, sein würde, dann möchte ich mich entweder von A nach B teleportieren können, ohne, also unabhängig von der Distanz und fliegen. Mehr ganz gerne die Gedanken anderer lesen können. Das wäre auch geil. Das wäre schon so, dass du da eigentlich am Leben total den Vorteil immer hättest. Nee, das wäre eigentlich irrelevant. How long has that been here? Trust no one. Okay, die Chloe. This would be a nice photo of Chloe, framed by the sun. So eigentlich im normalen sure Leben. You don't want to be alone? Ich habe jetzt nicht mal durch diese Schuhe. Du bist gut gelaunt oder mit Vergnügen? Das wäre wieder ziemlich egal sein. Du bist gut gelaunt. You're in a good mood. Seeing my step dork get played makes me happy. I'm not as brave as you. And David is indeed a step douche. I'm sorry you had to experience it firsthand. You have to live with him. Has he always been this way? Ever since my desperate mom dragged his ass to our home, I never trusted David. Ich hätte ein Foto machen sollen. Von was? Auf was ist das er hat bezogen? Kate blöd angemacht. Ja, das hat er ja auch, aber ich verstehe das B nicht. Ich hätte ein Foto machen sollen. Von was? Jetzt, um den Moment einzufangen. Du meinst den Moment hier auf der Bank oder den Moment, wo er sich mit ihr gestritten hat? Wahrscheinlich da vor beiden, aber ich weiß jetzt... Ja gut, jetzt ist die Frage, auf was sie das jetzt hat. Ja, genau. Bezieht. Also ich würde X machen. Ja, mach X es einfach. He freaked out on poor Kate Marsh today. I know her. She's cool. Only that prick would bully her. He has some kind of weird agenda.
He has a lot of secret files. Rambo still thinks he's gathering enemy intelligence. Did you take a peek? Ja. 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 Well, yeah. I couldn't help it. Never change. What did you find? Creepy photos of Kate Marsh. Other Blackwall students. This dude takes his job too seriously. He still thinks he's at war or something. He's a total surveillance fetish. I worry there's spy cams in the house. I knew you didn't know. Chloe, your house is under surveillance. What are you talking about? There are cameras all over the house. I saw it on a monitor in the garage. I knew it. He's so hella fucking paranoid. I'll keep this a secret for now. Sometimes ignorance is bliss. No wonder I'm so miserable. Everybody in this town knows everybody's secrets. Nathans Geheimnis wissen wir, dass der irgendwelche Drogenprobleme hat und... Ja, nimm B. Ihr Problem wissen wir nicht. Even yours? Not anymore. So what do you have on Nathan? He's an elite asshole who sells bad shit cut with laxative. And he dosed me with some drug in his room. What? I met him in some shithole bar that didn't card me. He was too rich for the place and too wasted, and he kept flashing bills. Just tell me what happened, Chloe. Now. I was an idiot. I thought he was so blazed it would be an easy score. You needed money that bad? Actually, yes. I owe big time. And I thought I'd have enough for me and Rachel if she showed up. Und Nathan? Und Nathan, ja. So, what about you and Nathan? We went to his room at Blackwell. We drank, and I laughed at his rich kid bullshit. He was one step ahead and put something in my beer. God, Chloe. I can't believe this. I mean, I do. Then what? I know I passed out on the floor. I woke up and that perv was smiling, crawling towards me with a camera. Go on. Everything was a blur. I tried to kick him in the balls and broke a lamp. Nathan freaked, so I managed to bum-rush the door and get the hell out. Max, it was insane. Ich bin beides. Was ist eigentlich mit den Typen los, Mann? Ja, der ist ja nicht ganz sauber in der Birne. Das ist so krank. Chloe, that is so fucked up. What did you do then? I figured I would make him pay me to keep quiet. So we met in the bathroom. And he brought a gun. That was Nathan's last mistake. Das Problem ist, wenn wir jetzt B sagen, dann ist es genauso wie bei dem Principal, die stecken alle unter einer Decke in solchen Orten. Weil wenn der reichste und mächtigste Mann, dem sein Sohn Scheiße baut und der aber alles sponsert, sowohl die Schule, wahrscheinlich irgendwelche Polizei-Connection auch hat, dann sagen die, ach, ich meine das ja gar nicht so ernst. Ich glaube vor allem mal in der Situation, also ich gebe dir da voll und ganz recht, ich glaube, dass in der Situation die Chloe so ist, dass die dann nie im Leben zur Polizei gehen wird. Ja, wahrscheinlich, also nehmen wir X. Ausschlussverfahren. He's still dangerous, Chloe. Not just to you. Oh, good thing you notified the principal. I feel safer already. I won't always be the same. Wir haben es ihm halt nicht gesagt. You were here today, Max. You saved me. I'm still tripping on that. Seeing you after all these years feels like destiny. If this is destiny, I hope we can find Rachel. I miss her, Max. This shit pit has taken away everyone I've ever loved. I'd like to drop a bomb on Arcadia Bay and turn it to fucking glass. Okay, wieder zurück im Albtraum. Weißt du, was du jetzt schnell machst?
Wir googeln jetzt dann, was das Reh für Assoziationen sind. Huch, ups. Shit! I need to rewind and do something fast. Weil irgendwie, die hat ein Reh auf ihrem T-Shirt vorhin, wo wir hier lang gegangen sind, war ein Reh da. Jetzt ist da so ein Reh, so eine virtuelle Fiesta. Das würde mich mal interessieren, weil das muss ja irgendwas bedeuten. Oder so Sternzeichen-ähnliche Sachen und so. Oh mein Gott! So. Warte mal, was können wir hier jetzt machen? Müssen wir jetzt auch zurückspulen? Erst mal meinen PIN eingeben. 1860, Keppo. Jetzt, wie komme ich jetzt durch? Oder muss ich hier wieder lang gehen? Während du die Zeit zurückdrehst, kannst du deine Bewegung nutzen, um dich zu teleportieren. Ach, anscheinend mit... Ach so. Dann laufen wir jetzt hier hin. Huch, nein! Krafttier-Reh und seine Bedeutung. Okay, warte mal. Ich muss es hier erstmal durchkommen, dann erzählst du mir das, weil das würde mich schon... Ja, ich lese mir jetzt hier schnell durch. Ja, warte kurz. Jetzt kommt der Baum. Jetzt spulen wir zurück. Und jetzt lauf! Anmut, Wachsamkeit und Instinkt sind die Bedeutung vom Krafttier-Reh. Cool. Okay, weil das ist hier die ganze Zeit. Anscheinend zeichnet es den Weg. Ach, verdammt, ich verdrück mich immer. Oh Gott. Ha, ausgewichen. Schade, das Reh, das ist hier immer... So, best friend. Oh mein Lord! The tornado is back! Das letzte Mal sind wir da gestanden und das Teil ist auf uns draufgefallen. Das war nicht geplant. Jetzt schnell da durch. Schnell da durch. Wir können nur die Zeitung anklicken und schauen uns die mal an. October 11? Ist es Friday? That's only 4 days away. Oh no. The tornado is headed straight for the town. Oh, ich hab mich gerade richtig erschrocken. Here. I'm back. Oh my Lord, this is real. It's real. Oh man, this sucks. Max, what's going on? You totally blacked out. I didn't black out. I had another vision. The town is going to get wiped out by a tornado. Oregon gets about 5 tornadoes every 20 years. You just zoned. No, I saw it. I could actually feel the electricity in the air. Come on, take a breath, okay? Chloe, I'm not crazy. But there's something else I have to tell you. Something hardcore. Talk to me, Max. I had the same vision earlier in class. When I came out of it, I discovered I could reverse time. Like I said, not crazy. But high, right? Listen to me. How do you think I saved you in the bathroom? By reversing time? Yeah, sure. I saw you get shot, Chloe. Saw you actually die. I was able to go back and hit the fire alarm. Okay, I see you're a geek now with a great imagination, but this isn't anime or a video game. People don't have those powers, Max. I don't know what I have, but I have it. And I'm scared shitless. You need to get high. It's been a hell insane fucking day. What the hell is this? Snowflakes? It's like 80 degrees. How? Climate change. Or a storm is coming. Max, start from the beginning. Tell me everything. Die Musik ist einfach so gut. Die Musik ist einfach so gut. Dieser Sid Meier's oder der Typ, der das gemacht hat, das ist einfach... Das macht halt das Spiel gleich zwei Ecken besser. Ja.